Und Leute, was geht ab? Mein Name ist CWZD und willkommen zu dem heutigen UFO-Vlog. Heute, Leute, gibt es einer der größten Schritte mal wieder. Es ist einer wieder dieser Videos, wo es einer der größten Schritte gibt zur UFO-Geschichte sozusagen, zumindest zu meinem Raum. Denn heute kommt mein Schreibtisch an, Leute. Heute kommt der Schreibtisch endlich, die größte Voraussetzung, zusammen mit meinem Computer, der dann auch vielleicht irgendwann mal kommt. Das wird ein richtiger Izzy-Schreibtisch, ja, das werdet ihr gleich noch sehen, warum. Und ich freue mich halt mega drauf, wenn der Schreibtisch am Start ist. Oh, da ist die Polizei, die mir jetzt dabei zuguckt, wie ich mich selber filme. Hallo Polizei. Die Kamera habe ich hier nur einfach abgelegt. Ganz ehrlich, das, was ich hier mache, darf ich doch. Ich hab beide Hände am Steuer. Ich bin doch regelkonform, oder? Ja, auf jeden Fall kommt er heute an, Leute. Und dann wird er natürlich platziert, hingestellt und den ganzen Tag angeguckt. Da gibt es eine Timelapse nur vom Schreibtisch. UFO! Boah, da kommt aber einiges raus, ne? Könnte man sich echt nochmal eine Karriere überlegen. So, was ich jetzt brauche, ist erstmal ein frischer Akku. So. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Ich habe noch so viele Kartons und so viel Müll. Und das muss jetzt erstmal alles weg, sonst ist mir das unangenehm. Und deswegen räume ich das jetzt alles runter. Och nee, Müll wegbringen ist nervig. Aber kommen wir ja nicht drum rum, ne? Ach nee, Moment mal, Leute. Bevor ich den Müll wegbringe, habe ich noch was. Und zwar das hier. Das Paket. Ja, und die anderen zwei Pakete halt auch, ne? Oh Gott. Das hier, meine Freunde, sind nämlich meine Bildschirme und die werden wir gleich brauchen. Ja, richtig, gehört Bildschirme, Leute. Richtig fette Teile tatsächlich. Ihr kennt das schon, mit Bildschirmen bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gut ausgerüstet, würde ich mal behaupten. Vor allen Dingen nach den dreien hier. Die brauchen wir gleich, um bei einem Schreibtisch noch ein paar Anpassungen vorzunehmen. Denn ich möchte so Löcher in den Schreibtisch bohren, beziehungsweise in dem Fall jetzt bohren lassen, weil die Leute da direkt vorbeikommen und das direkt machen können. Und zwar genau an den Stellen, wo die Bildschirme sind oder wo auch dann irgendwie zum Beispiel mein Audio-Equipment hinkommt und so, damit das direkt unten in den Kabelkanal geht und so weiter. Deswegen wird das alles nochmal individuell angepasst. Ich versuche aber die Bildschirme noch ein bisschen für euch zu verheimlichen. Da kommen wir nämlich dann im nächsten Video drauf zu sprechen, im nächsten UFO-Vlog. So, jetzt aber erstmal den ganzen Müll nach unten bringen. Ich war übrigens beim Friseur. Wie gefällt es euch? Hi. 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 Hallo. Ja, sehr gut. Sogar noch früher. Ja. Hat ja gut gepasst. Wir sehen uns oben, ne? Ja? Ja. Drittes Stockwerk. Ja, willkommen zurück, ne? Ja. So Leute, die Jungs sind schon da. Ich war gerade was zu trinken holen. Auf einmal geht's schon tatsächlich los. Also die Jungs von der Wohnsektion sind am Start. Oh, da hinten steht sogar drauf. Ha, hab's drauf. Leute, und hier sind sogar schon, oh Leute, ohne Witz, das wird ein richtig spezieller Easy-Tisch, Leute. Tisch, ich sag schon wie Revi-Tisch. Leute, guckt euch das mal an, denn hier sind richtig fette Sets am Start, Leute. Wofür könnte das stehen? Man weiß nicht. Leute, da vorne ist meine Tischplatte am Start. Zieht euch mal das Monstergerät rein. Alter, ich hatte noch nie so einen riesigen Schreibtisch. Boah, das sieht so nice aus. Ich komme hier jedes Mal schlecht vor meinen Videos, weil alle müssen arbeiten und ich gucke immer nur zu, Mann. Ich mache wenigstens schon mal hier den Aufzug auf. Passt das jetzt? Soll ich das Auto auch abschließen? Ich kann nicht alles machen. Kannst du alles machen, ja. Alter, dann schließe ich das Auto ab. Warte, dann komme ich noch mit. Ups. Oh, passt. Perfekt. Dann kann ich hier direkt ein bisschen mit dem Tisch kuscheln, ne? Wir alle. Gruppenkuscheln mit dem Tisch. Boah, sowas ist so cool, dass es so ein paar markante Stellen hat. So nice. Ich habe eine besondere Auswahl getroffen. Habt ihr echt? Na ja, klar. Nice. Ja, Witz. Echt cool aus. Angekommen. Ich verfolge euch. Ihr müsst auf Kevin aufpassen, nicht, dass der beschädigt wird. Ja, ist Kevin. Ja, er ist Kevin. Oh, hallo Kevin. Ja, das sieht doch top aus. 2,20 Meter ist er jetzt breit, richtig? Jawohl. Wir haben gerade schon gesagt, 60 Kilo wiegt die Platte, plus dann nochmal diese, ist das jetzt Stahl? Jawohl. Das nennt man so, wie es ist, jetzt auch wirklich Stahl, ne? Ja. Unbehandelt. Der ist lackiert. Lässt lackiert, okay. Ah, krass. Sieht richtig cool aus und wiegt richtig viel. Das ganze Ding, wie gesagt, keine Ahnung, was jetzt eins noch von diesen hier wiegt. Aber ordentlich, es wird sehr schwer. Ich hoffe, wie gesagt, das UFO hält dann alles aus. Kommt jetzt noch der Filzdinger runter. Ja. Hier kommen die Kabel rein, der kommt zu dieser Seite hin. Genau, hier auf der Seite kommt ein Computer hin und die Steckdosen. Also hier ist alles das Elektronische, was raus muss vom Schreibtisch, wird hier passieren. So, das wird so im Raum stehen. Ah, okay. Ich mach bündig, ja? Genau. Leute, jetzt gucken wir den mal zu, ein bisschen bei der Arbeit. Also ihr müsst es jetzt auf 2,20 Meter quasi ausrichten mit dem Zollstock, oder was? Ich habe mir ein wahnsinniges Lasermessgerät gekauft. Macht man sowas? Ne, das könnt ihr aber gerade nicht gebrauchen, ne? Nee. Ja. Ja, okay. Ist das jetzt mein Kabelkanal? Das ist ein krasser Kabelkanal. Oha, mein krasser Kabelkanal, nice. Mal hier so offen, hoch. Ah, okay.
Oh, nice. Das ist nicht geil durchdacht. Richtig cool. So, und deine Idee? Hallo. Oha. Für mich wichtig wäre, wo du nachher Bohrung haben möchtest. Genau, das müssen wir jetzt checken. Also hier vorne stehen meine Bildschirme schon, die müssten wir dann halt anpassen. Ich habe jetzt nicht alles an Kabelkram mit, ne? Also da kommt ja noch mein Audio-Equipment und ja, Mikrofon. Wir bauen hier solche Kabelschlösser ein, da geht schon einiges durch, ne? Also, ah ja, okay, ja. Du kannst auch hier den Deckel da rausnehmen, dann hast du so ein Riesenloch, wo du alles durchpropfen kannst. Wenn du jetzt nur ein Kabel hast, kannst du diesen Deckel einsetzen. Du kannst auch hier diese Klappe noch zuschieben, wenn jetzt, Moment. Ja, ja, okay, ja. Ja, das ist eigentlich ganz easy. Da müssen wir nur überlegen, wie viele wir davon machen. Ja, ich glaube, ja, drei brauchen wir safe. Also auf jeden Fall einen außen, einen in der Mitte und hier noch einen außen. Ja. Der in der Mitte wird komplett, den brauchen wir auf jeden Fall mindestens komplett. Das machen wir vielleicht in der Mitte zwei. Ja? Gerne so weit eigentlich außen wie möglich, würde ich sagen. Ja, so ist eigentlich perfekt. Also ich fände es optisch ganz cool, wenn zwei dann in der Mitte wären. Ja. Ich glaube, die braucht man sogar. Dezenten Abstand, dann hast du so ein bisschen was zum Spielen. So Leute, nur damit ihr wisst, was wir hier gerade machen. Und zwar können die Jungs das Ganze jetzt noch individuell anpassen in Form von, also so Löcher bohren, wo dann nachträglich quasi die Kabel durchgeschoben werden. Ihr wisst ja, ich habe Bildschirme unter anderem und ein Audio-Equipment und da kommt ja noch Mikro etc. alles mit dazu. Und alles braucht halt natürlich Kabel, die dann sozusagen unten in diesen Kabelkanal kommen, den die Jungs auch schon jetzt dran gemacht haben. Leute, guckt euch das mal an, so diese perfekte Blende auch in diesem Stahllook, sieht richtig cool aus. Und jetzt müssen diese Löcher halt sozusagen noch gebohrt werden und wir überlegen gerade, wo es sinnvoll ist, diese Löcher anzubringen. Also zum Beispiel einen hier außen, zwei in der Mitte, weil man in der Mitte halt so viele Kabel braucht. Es gibt ja noch diese Monitorhalterungen, wo dann der Hauptbestandteil der Kabel wahrscheinlich hier durch die Mitte gehen wird und einen noch nach außen. Muss ich nochmal genau gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich da so Audio-Zeug. Die Bildschirme werden hauptsächlich hier durch diese Mitte gehen, denke ich mal. Und hier nach außen gibt es dann auch noch so, ja, auch Audio-Zeug sozusagen, so wie so Studio-Lautsprecher oder irgendwie sowas. Und vielleicht noch einen natürlich in die Mitte für Maus und Tastatur, müsste man sich noch überlegen. Also eine Maus habe ich schon, eine Funkmaus tatsächlich sogar. Ohne Latenz. Ich würde ganz klar sagen, im Arbeitsbereich würde ich nichts rein. Gar nichts. Weil du hast immer natürlich auch einen kleinen Versatz und dann hast du danach so ein lästiges Ding, was dich irgendwo nervt oder sonst wie. Ich würde vorschlagen, die wirklich im vorderen Bereich zu haben. Du kannst okay. Das Kabel ja auch ein Stück nach vorne ziehen. Ne? Ja. Ja. Ich dachte, ich habe manchmal halt gesehen, aus optischen Gründen war es ganz cool, weil dann hat man hier kein Kabel, ne? Dann geht das hier schon so direkt rein. Ich habe aber jetzt schon eine kabelfreie Maus, vielleicht. Ich wollte gerade sagen, also wenn du einen Funkmaus hast, brauchst du auch kein Kabel dafür. Nee, nur für die Tastatur. Ja, musst du auch eine Funktastatur. Ja, aber wie lädt man denn eine Funktastatur? Muss man mal Batterien wechseln dann, ja. Ich weiß nicht, ist das Zukunft Funktastatur? Ich weiß nicht. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es wirklich besser. So, ich weiß die ganzen Namen mal wieder nicht. Es sind wieder so viele Menschen. Wie heißt du denn überhaupt? Ich bin der Ron. Du bist der Ron. So, wie habt ihr das Ganze jetzt überhaupt hier angestellt? Ich habe gar keine Ahnung, also wie man das. Im Grunde musst du dir das so vorstellen, wir haben einen ganzen Baum, also in Scheiben geschnitten, kriegst Bohlen geliefert, ne? Echt? Raue Bohlen, die sind franselig und krumm und alles. Okay. Und dann wird das Ganze erstmal in Streifen geschnitten, das siehst du hier, ne? Das sind alles einzelne Riegel. Ah, okay. Die nachher wieder verleimt werden. Aber es ist trotzdem quasi ein Stück gewesen. Ja, also aus mehreren Bauten. Ach ja, ja, okay, okay. Dann wird das geschniffen und dann wieder zusammengeleimt. Okay. Damit die Platte nicht krumm wird und auch überhaupt so eine Fläche erzeugt zu können. Ja. Einen dicken Baum hat ja keiner. Dann wird das Ganze gehobelt. Du brauchst halt rechtwinklige und gerade Materialien. Ne? Das wird alles auf ein gewisses Maß gehobelt und dann die Platte nachher wieder verleimt. Und da haben wir jetzt bei der Holzauswahl ein bisschen drauf geachtet, dass man hier so gleichmäßig die Äste so ein bisschen verteilt sind, dass du jetzt nicht alles auf einem Haufen hast. Ja. Dann halt auch nach Verleimregeln, dass deine Platte nicht krumm wird. Wenn du jetzt hier vor dem Kopf guckst, das ist auch immer nicht mal eine ganz interessante Sache. Man kann jetzt hier ziemlich gut sehen, wie der Baum früher gewachsen ist. Ne? Also du siehst, so waren die Jahrringe, du kannst dir jetzt den Kreis vorstellen, ne? Ja. Wie der Baum war. Und hier war irgendwo dann die Mitte vom Baum, okay. Wenn man diese Ringe hier anschaut. Ja. Ne? Und beim Verleimen ist immer wichtig, dass die gegeneinander gesetzt sind. Hier ist die Mitte unten und bei der nächsten Riegel ist die Mitte oben, immer versetzt. Ja. So. Und das sorgt halt dafür, dass die Verleimung perfekt ist und wenn das Ganze nochmal anfängt zu arbeiten, hast du nicht das Problem, dass du einen riesen Schlüssel kriegst. Ne? Sagen wir mal, alle Bretter werden in die gleiche Richtung krumm. Ach so, okay. Sondern du hast eine leichte Wellenbewegung, die gar nicht mehr wahrzunehmen ist. Okay. Und so Sachen, die werden halt bei einem Qualitätsprodukt auch alle berücksichtigt. Das okay, krass. Schon was Feines. Ja, sieht hammer aus, sieht echt so cool aus. Wie dick genau ist nochmal jetzt die Platte hier? Die ist 52 mm dick. 52 mm, Leute. Hier wird auch. Ja, nicht nur ich messe auf einen Millimeter, Leute. Ja. Ich hatte ja immer so ein bisschen Probleme mit dem Millimeter, Leute. Hat ja das ein oder andere Mal auf einen Millimeter genau gepasst oder auch nicht so genau. Ah, das war der 52 mm, ja. Das Schöne ist bei Millimeterangaben, da kann man sich nicht mehr groß vertun, weil es keine Kamera gibt. Ne? Ja, es sei denn, man misst halt falsch. Das ist dann meistens das Problem bei mir gewesen. Ihr habt ja eine eigene Nono mitgebracht. Sehr gut.
Das mit dem Staubsauger erinnert mich ein bisschen beim Zahnarzt an die Assistenz, die ist aber immer noch gleichzeitig. Während ein anderer Bohr ist ja das gleiche. Kannst du jetzt nachher Deko oben draufstellen. Boah, Leute, schön. Wenn das mal kein schöner Schlüsselanhänger ist. Ja, danke. Vielen Dank. Heiß, heiß, aua. Das sind so geile Tricks einfach, auf die Idee zu kommen, mit der Bohrmaschine bis unten hindurch zu bohren, damit man an der gleichen... Das, auf sowas komme ich einfach nicht. Jawohl, Nummer 3. Und Nummer 4. Dann haben wir jetzt 4 mal 5,2 cm dicke Holzklötzchen. Also 15, 15, 20, 4 mal 2, 20,8 cm sind das. Ah, ja, 20,8, 21,8. Ah, 0,8 siehst du? Das kriegen die anderen dann zu Weihnachten. Da mache ich dann noch eine Schleife drum und dann lege ich das jedem vor die Tür. Da freuen sie sich. Der Tisch verwandelt sich zu SpongeBob. Jetzt kommt der Kabelkanal wieder dazu. Da ist er. Ist auch nicht, ne? War das draußen oder drüben? Wir werden drüben für Videos gedreht. Ja, der ist, ja, ja. Der ist wirklich komplett gestört, aber mit Pornografie hat das nichts zu tun. Ganz schön nervig, wenn einer die ganze Zeit die Arbeit filmt, ne? Ich finde das klasse. Was machst du da? Machst du das richtig? Machst du das auch richtig? Ich wollte sagen, wir wissen ja, was wir tun. Na gut. Aber ich meine, für euch ist das natürlich jetzt gewohntes Bild, dass ich natürlich wieder nur zugucke und andere wieder was machen. Bei Rahim ist das ja auch nicht anders. Vor allen Dingen wegen diesen Sets, das ist einfach so cool, dass es passt. Schreiner hier 2 hat natürlich die schöne Tischplatte, aber die Steigestühle sind auch ganz schön. Das hätten wir. Hey, das ist ja echt mega nice. Einfach nochmal ein Stück reingebohrt, das Ding da unten rausgehauen und jetzt hier richtig viel Platz für Kabel. Das sind so richtig routinierte Handgriffe bei euch. Das geht so übel schnell. Ich schaff's gar nicht, die Schärfe zu ziehen immer. Also ich habe das so konstruiert, dass du die Platte eigentlich mit auch alleine rauskriegst. Das ist eigentlich ganz easy. Easy. Easy haben. Der Kabelkanal kriegt jetzt noch einen Deckel von unten. Ja, genau. Und der Deckel, der. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du hast ja auch einen krassen Akkuschrauber, ist ja schon mal super. Ja, ich habe den heftigsten Akkuschrauber ever. Und zwar habe ich hier eine Lasche dran geschraubt, die greift gleich hier auf den Stahl. Das heißt, du kannst das Teil im Prinzip erstmal ganz bequem hier auflegen. So. Ah, okay, ja. Und kannst dann ganz bequem hier auf der anderen Seite schrauben. Na, dann hebst du jetzt einfach hoch. Ah, okay. Deswegen steht hier auch drauf, andere Seite zuerst lösen. Ja. Weil wenn das irgendwann mal nicht mehr weiß, du schraubst sie los und fällt dir das Ding auf den Deckel. Okay, yo. Also zuerst drüben lose machen, dann hängt es auf dem Stahl. Und wenn du dann hier lose machst, dann kannst du die Platte wieder rausnehmen. Okay, perfekt, alles das klar. Ist eigentlich ganz simpel. Weil dann wird das nachher noch, ich habe noch ein Tüchchen Schrauben dabei, hier von außen noch verschraubt. Ja. Dass die Platte in der Mitte nicht durchhängt. Dann musst du im Prinzip einfach hochdrücken und dann reinschrauben. Die sind auch vorgebohrt, die findest du automatisch, die Löcher. Ja, ach so. Ne? Stimmt, die sieht man schon, ja. Wir nehmen mal deinen Akkuschrauber, ja? Ja, gönn dir. Alles easy. Alles easy ist das. Okay Leute, der Kabelkanal sozusagen steht jetzt. Also hier oben kommen dann die Kabel durch, geht dann unten in diesen Kabelkasten oder so eine Art, den wir ja gerade hier, also nicht wir, ich habe natürlich wieder nichts gemacht, aber den die Jungs ja gerade festgemacht haben. Und dann kommen die Kabel hier dann raus quasi, gehen dann hier durch den Z-Fuß, Leute, bis nach hier unten. Und dann kommt aber noch diese Blende hier drauf und das Kabel kommt dann hier unten wieder raus. Leute, dann sieht man einfach nichts von den Kabeln, obwohl ich so richtig viel Kabelzeug habe. Das wird alles hier durch diesen Fuß so verlegt und kommt dann hier unten raus und dann natürlich direkt in die Steckdose. Ey, das ist ein Traum, ohne Witz, das ist so cool. Mega. Sieht auch so Hammer aus, allein mit der Blende oder so, das sieht auch immer so nice aus, wegen diesen ganzen einzelnen... Was sagst du? Skylo. Geilo, ne? Das ist echt Hammer, wirklich. Ja, richtig gut geworden. Dankeschön auf jeden Fall an euch Jungs. Ihr habt das vor allen Dingen, Leute, kann sein, dass das ein oder andere Mal die Kamera nicht ganz scharf war, weil ich jetzt mal zu schnell die ganze Zeit. Ich kann gar nicht hinterher. Richtig krasses Ding. Ich kann ihn jetzt auch noch ein bisschen verschieben, ohne Angst haben zu müssen, dass ich was verkratze, weil ihr habt diesen Filz drunter, ne? Okay. Dann danke ich euch. Revi, stimmt, normalerweise machst du dich immer auf Fliesentischen irgendwie ready, ne? Ja, sonst. Aber eigentlich ist es ein Holz. Jetzt mal was Neues. So. Ja, okay. Ich kann auch Fliesenschreibtisch bauen. Das wäre geil. Jungs, vielen Dank auf jeden Fall an euch. Boah, hast du dreckige Finger, geil. Ja. Geil. Das sind hier Handwerkerfinger, Leute. So ja, das kommt halt von der Eiche. Wenn da viel Arbeit ist, sorry. Echt? Der Gerbsäure, das ist richtig easy. Dankeschön, ne? Komm gut nach Hause, würde ich sagen. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Weihnachtsfest. Heute Weihnachtsfest hier bei der Wohnsektion. Ja. Bis dann. Ciao. Es ist ein Weihnachtsfest und eine Feier. Das ist saugeil. Also wird kein Kabel sehen, außer hier dieses letzte Stück bis zum PC. Ja, Leute, so sieht der Tisch jetzt aus. Wenn ihr mal einen Gefallen tun wollt, dann schaut unbedingt mal bei den Jungs von der Wohnsektion vorbei. Also die Jungs,
die diesen Tisch hier gemacht haben, die alles geplant haben, die das mit dem Kabelkram hier alles sich überlegt haben und so weiter und dass ich hier die Platte selber abmachen kann. Da ist ja ein richtiges Konzept hinter diesem Izzy-Tisch, ja, mit dem großen Z hier. Der Link zu den Jungs ist auf jeden Fall ganz oben in der Beschreibung, denn man muss dazu sagen, die Leute haben mir diesen Tisch hier gesponsert, ja, also mega krasses Ding, Leute. Ich habe nicht nur den individuellsten Tisch für mich persönlich passend, wie ich finde, mit diesen zwei Sets, sondern natürlich auch einen mega hochwertigen. Also ihr habt es gehört von den Jungs, wie das alles beschrieben wurde, wie viel Arbeit hier drin steckt. Alleine hier so ein Stück Holz muss irgendwie 150 Tage trocknen, wurde mir gesagt, weil die sich auch noch ein bisschen verbiegen mit der Zeit und so weiter und so fort. Also echt ein krasses Ding und mit Abstand der geilste Tisch, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Darauf aufmerksam geworden bin ich übrigens durch Googlen habe ich herausgefunden, dass es die Jungs gibt und die extrem krasse verschiedene Tischgestelle auch machen einfach. Die machen auch nicht nur Tische, sondern alle möglichen Möbel auf Maß und ganz individuell gestaltet, mega hochwertig und so. Wirklich, also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und den Jungs, dann klickt mal auf den Link in der Beschreibung und guckt einfach mal so rum, da gibt's echt richtig krasses Zeug. Auch der Izzy-Tisch ist dann natürlich verlinkt. Extra mal einen Link nur zu der Internetseite und auch nochmal zu dem Izzy-Tisch speziell. Da gibt's dann mal so eine lange Story, habe ich gelesen, wie die mit mir in Kontakt getreten sind. Da steht sogar richtig lustig, wie ich das erste Mal mit denen telefoniert habe und so. Das war mir gar nicht bewusst, dass sie das so gemacht haben, dass sie darüber reden irgendwie. Dass ich wohl ziemlich viel und ziemlich schnell rede, also gar nicht mal so unpassend, was da alles drin steht. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Großes, großes Dankeschön an die Wohnsektion. Dieser Tisch ist der Shit. Und ich kann es gar nicht abwarten, jetzt alles hier einzurichten, dass die Monitore mit dazukommen, dass mein PC mit dazukommt, Maus, Tastatur und so weiter und so fort. Und so clean, wie es gerade aussieht, also es ist noch gar nicht clean, denn bald werden hier so gut wie gar keine Kabel mehr da oben runterhängen, weil man einfach perfekt das Kabelmanagement machen kann. Da oben ist auch nochmal ein Loch drin, dass ich die Kabel da oben reinführen kann. Bis da unten kommen die dann aus dem Tischbein wieder raus. Leute, das ist einfach der Shit. Also ich glaube, ihr könnt mir da zustimmen. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn nicht. Wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, ich war jetzt nicht unscharf. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann drückt den Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen. So ein großer Schritt fürs UFO, Leute. Es fehlt nur noch der Rechner. Und dann kann es abgehen, Leute. Richtig geil. Ich bin überhappy gerade, dass endlich der Schreibtisch da ist. Endlich. Richtig cool. Das war's für heute. Wie gesagt, take this easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Und wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Bis dann, macht's gut. Oh, tschüss.